Warum hat sich Ape Crime sozusagen getrennt? Boah, das erzählen wir euch vielleicht irgendwann. Das Problem ist einfach nur, diese Wege gehen jetzt in verschiedene Richtungen. Das ist nicht mehr ein gemeinsamer Weg und ich hoffe einfach, dass ihr da draußen das versteht. Yo Leute, was geht? Da sind wir zu zweit. Die meisten von euch haben es schon mitbekommen. Ja. Auf Instagram, in den Kommentaren unter den letzten Videos. Wobei die meisten noch nicht, glaube ich. Die meisten noch nicht, aber wer Kommentare liest, der hat es schon ein bisschen gerochen und wir schulden euch auf jeden Fall ein Statement. Ja. Wir haben euch ein Statement versprochen. Mhm. Chris ist nicht mehr dabei. Genau. Bei Bullshit TV hat uns mitgeteilt, dass er nicht mehr dabei sein möchte und sich anderen Projekten widmen möchte. Mhm. Wir haben uns dann natürlich auch zusammengesetzt und so ein bisschen hinterfragt, okay, wie geht's jetzt weiter? Ja. Und ich glaube, wir haben relativ schnell gemerkt, wir haben richtig Bock. War eigentlich durchgehend klar, so, ja, dass wir nicht aufhören möchten, dass wir noch zu sehr an dem Kanal und an YouTube hängen und uns das dann irgendwie doch noch zu viel Spaß macht, genau, als dass wir das jetzt irgendwie aufgeben möchten. Also eigentlich mehr Bock denn je. Ja. Ich hoffe, ihr seht das auch im Output. Wir haben uns jetzt mindestens 2, im Idealfall 3 Videos pro Woche vorgenommen, wollen wieder richtig Gas geben. Ja. Das heißt, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr alle weiter dabei bleibt. Wir wollen kein großes Drama aus dieser Geschichte machen. Nee. Es gibt keine großen Streitigkeiten und es wird auch jetzt nichts Internes nach außen getragen. Ich glaube, wir würden euch aber anlügen, wenn wir jetzt sagen würden, weil die Frage kam auch oft, ist Chris ab und zu nochmal dabei, taucht er nochmal auf? Finde ich, sollten wir so ehrlich sein und sagen, dass wir jetzt nicht mehr wirklich großen Kontakt haben. Ja, und genau, dass man eigentlich auch ausschließen kann, dass wir nochmal gemeinsam Videos machen werden. Ja. Die Info schulden wir euch in meinen Augen oder in unseren Augen. Ja. Und ja, was soll man noch sagen? Also wir haben Bock, wir werden weiter richtig durchziehen. Wir verstehen natürlich auch genauso, dass es viele da draußen gibt, die jetzt große Chris-Fans sind und jetzt vielleicht sagen, okay, mit dem Aufstieg von Chris hat der Kanal mir persönlich jetzt nichts mehr zu bieten. Das ist ja ganz normal, bei Klar. drei Leuten gibt es immer Favoriten und so weiter. Von daher absolut nachvollziehbar, wenn jetzt der eine oder andere sagt, okay, dann bin ich halt raus. So, dann genau. Nehmen wir es euch nicht übel, wenn ihr den Kanal deabonniert, aber wir freuen uns natürlich trotzdem über jeden, der hier weiter am Start bleibt und den Content sich auch weiter reinziehen möchte. Genau, deswegen machen wir auch das Video, damit wir so einen Cut machen können, frischen Start. Ja. Wer keinen Bock mehr hat, ist raus. Wir danken euch für die jahrelange Treue und dafür, dass ihr dabei wart. Ja. Ansonsten, wenn ihr den Content über die Jahre gefeiert habt, sind wir der Meinung, werdet ihr ihn auch weiter feiern. Ja. Wir haben über 700 Videos gemacht. Ich glaube, in über 300 war Chris gar nicht dabei. Ja, das hat ja eh immer so gewechselt. Ja, ne? Nicht immer waren drei Leute dabei. Genau, und nicht immer waren alle dabei. Ich ja. war auch mal alleine, Phil war auch mal alleine, Chris war auch mal alleine. Ja. Ich glaube, die Grundidee und den Content auf dem Kanal habt ihr immer gefeiert und wir werden unser Bestes geben, dass wir das fortführen werden. Ja. Zu zweit, immer mal wieder mit Gästen. Genau. Und ja. Das ist halt ein neues Kapitel, ein neuer Abschnitt. Ist ein neues Kapitel, ein neues... Wie so oft im Leben. Neuer genau, wie so richtig oft im deep Leben. Hier, aber so ist es ja nun mal. Es gehört dazu, wie gesagt, wir freuen uns über jeden, der dabei bleibt oder in Zukunft auch neu dazukommt. Ja. Und wünschen natürlich Chris auch alles Gute für die Zukunft. Und mehr haben wir, glaube ich, gar nicht. Eigentlich nicht, ne? Kurz und schmerzlos. Sagen. Das war's eigentlich schon. Kurz und schmerzlos. Am Mittwoch gibt es ein neues Video auf dem Kanal. Ja. Alle Links in der Beschreibung. Folgt uns auf Instagram ja. und lasst uns jetzt wieder richtig durchziehen. Wir hoffen, ihr seid am Start. Wir genau. haben richtig Bock. Wir haben ein paar neue Dinge geplant, ein paar neue Formate in den Startlöchern, genau. die wir jetzt gerade planen und drehen. Und ich glaube, da wird einiges bei sein, was euch sehr gut gefallen wird. So sieht's aus, Leute. Danke für die jahrelange Treue an alle, ja. die jetzt gehen. Danke, dass ihr dabei wart, an alle, die bleiben. Wir freuen uns auf die nächste Zeit mit euch. Yes. Bis zum nächsten Video am Mittwoch. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao. Ich weiß nicht mal, ob wir den Grund erzählen, weil ja, es ist so viel passiert, Leute.